Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin niemand, der vorbehaltlos bei jedem kleinen Erfolg jubelt, aber heute, hier bei diesem Entwurf, da jubele ich. Endlich. Wir korrigieren endlich ein Ungleichgewicht. Neue Grundschullehrkräfte sollen nach dem Gesetzentwurf endlich die gleiche Bezahlung bekommen wie ihre Kollegen an anderen Schulformen. Hinter der bisherigen Besoldung stand der Gedanke, dass die Arbeit an Grundschulen weniger anspruchsvoll sei als die der Kolleginnen und Kollegen an weiterführenden Schulen. Und dies ist schlicht falsch. Pädagogische Arbeit an Grundschulen ist anders als an weiterführenden Schulen, aber nicht weniger anspruchsvoll. Und daher war es richtig, dass schon in der letzten Legislatur die damalige Koalition die Verlängerung der Ausbildung für Grundschullehrkräfte auf den Weg gebracht hat. Erste Lehrkräfte, die nach dem neuen Gesetz ausgebildet wurden, kommen jetzt in den Schuldienst. Es ist daher nur richtig, dass sie auch direkt die angemessene Bezahlung erhalten. Und ganz ehrlich, ich bin gespannt, worüber die Opposition gleich meckern wird. Denn gegen eine bessere Bezahlung für Grundschullehrkräfte kann hier eigentlich niemand etwas haben. Dies ist ein wichtiges Signal, und zwar bundesweit. In den nächsten 7 Jahren muss allein Berlin 16.000 neue Lehrkräfte einstellen, viele davon an Grundschulen. Andere Länder sind in einer ähnlichen Situation. Der Kampf um Fachkräfte wird daher unter den Ländern hart ausgefochten. Und daher blicken auch andere Länder nach Berlin und begreifen allmählich, dass sie ebenfalls werden nachziehen müssen. Die Wettbewerbsfähigkeit Berlins ist gerade im Grundschulbereich durch das neue Gesetz massiv gestärkt. Hier haben wir einfach alles richtig gemacht. Aber es geht hier nicht nur um den Kampf um neue Lehrkräfte, den wir mit anderen Ländern zu kämpfen haben. Es geht um Wertschätzung. Und weil es um allgemeine Wertschätzung der Lehrkräfte geht, kann dieses Gesetz nur der erste Schritt sein. Es muss zeitnah zu einer Einigung bei der Bezahlung für Bestandslehrkräfte kommen. Denn Bestandslehrkräfte sind es, die seit Jahren und Jahrzehnten die wichtige Arbeit an Grundschulen umsetzen und an die wir das klare Signal entsenden müssen, ja, wir sehen ihre Arbeit, wir erkennen sie an und wir machen uns stark, damit ihr Wechsel in die neue Besoldungsform möglichst unkompliziert erfolgen kann. Und weil es um Wertschätzung geht, sage ich auch ganz deutlich, beim aktuellen Entwurf haben wir im Parlament noch Gesprächsbedarf bei Konrektoren. Dass die Anhebung derer Gehälter festgeschrieben wird, ist gut. Dass es erst ab August kommen soll, sollte nochmal Thema im Ausschuss werden. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.